Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ein heute etwas ungewöhnliches Horoskop. Es ist ein Vollmondhoroskop, das erst kommen wird in ein paar Tagen, nämlich am 3. Juli 2023. In unseren richtigen Datumsangaben sind das 13 Grad, schauen wir mal, kommt das, naja, kommt fast hin, in etwa, ja, 13 Grad des vierten Tages 1741. Und worum geht es hier bei dem Horoskop? Es ist ein, wie es oben gestanden ist, Vollmondhoroskop, aber berechnet für Moskau. Ja? Also ein bisschen ein anderes Horoskop, und ich möchte das in Relation zum Horoskop von Wladimir Putin stellen. Ja? Schauen wir uns einmal an, wie sich die Entwicklungen der nächsten Tage, ja? Also das heißt, das sind keine aktuellen Horoskope, sondern das ist künftiges, das ist sozusagen prophetisches, ins Blaue schießen, wie man so schön sagt. Schauen wir mal, wie sich der Vollmond in Russland darstellen wird, und das wird erst in ein paar Tagen der Fall sein. Es fällt auf, wir haben Aszendent Waage, aber auf Endgraden 28,53, und die letzten drei Grade eines Zeichen sagen uns dann natürlich, ja, dass hier jetzt etwas zu Ende geht. Also irgendeine Phase geht jetzt hier zu Ende. Wir sehen, dass gleichzeitig Spitze 12 des Haus auch von der Waage beherrscht wird, aber auch das 8. Haus wird von der Waage beherrscht und besonders natürlich das 7. Haus. Auch wenn Waage hier nur Nebenherrscherin ist, weil Spitze 7. Haus steht im Widder. Aber der Großteil des 7. Hauses, das ist der überwiegende Teil, Großteil ist ja untertrieben, der überwiegende Teil, ich würde sagen über 90% des 7. Hauses, werden vom Sternzeichen Stier eingenommen. Also das heißt, wir haben hier die Venus als Geburtsregentin, als Herrscherin des 12., des 8. Hauses und als gewichtige Nebenherrscherin des 7. Hauses. Und das ist schon einmal sehr, sehr markant, weil Herrscher von 1 in 10 würde natürlich bedeuten, dass wir hier jetzt eine sehr große Anerkennungsgeschichte, eine sehr, sehr große öffentlichkeitswirksame Bedeutung haben, wo sozusagen hier jetzt einmal Russland sehr, sehr stark im internationalen Fokus steht. Also wir sehen hier ganz eindeutig, dass sich die Schlagzeilen von so wunderbaren Themen wie irgendwelche Tauchboot-Fake-Geschichten und andere Märchen aus 1001 Nacht, dass sich hier sozusagen die Märchenberichterstattung möglicherweise doch wieder sehr stark mehr auf Russland fokussieren wird. Und im 10. Haus steht halt die Venus sehr, sehr dominant. Aszendent Waage steht natürlich immer für Diplomatie, für Handlungsgeschick. Und hier ein Blick auf das Putin-Horoskop zeigt uns einen Mann mit 1, 2, 3, 4 Planeten in der Waage, und seine Sonnenregentin ist die Venus. Ja? Also das heißt, in seinem Horoskop hat die Venus natürlich eine herausragende Bedeutung, und hier steht die Venus im Schützen. Aber sie steht nicht irgendwo im Schützen, sondern sie steht auf 22 Grad 17 im Löwen, und Uranus steht auf 21 Grad 48 im Stier. Also das heißt, wir sehen, dass wir in Russland eine schwere Verspannung haben. Und Uranus im 7. Haus bedeutet, dass hier nicht nur die Bevölkerung involviert ist in diese Spannung, sondern dass auch die Ressourcen des Landes, weil das 4. Haus steht ja für alles das, was sozusagen an Infrastruktur in einem Land ist, dass eben hier auch die Ressourcen des Landes sozusagen offensichtlich Mensch und Material hier ziemlich erschöpft werden. Also das heißt, dass wir hier einen starken Spannungsaspekt zwischen der Venus und Uranus haben. Üblicherweise stehen Venus-Uranus-Aspekte natürlich für
Einzelgängertum bzw. für starken Freiheitswillen, für starke Selbstbestimmung. Und das, würde ich sagen, ist schon eine Energie, die Russland jetzt für sich in Anspruch nimmt, dass eben hier einen starken Abnabelungsprozess, wenn ich mal Uranus nicht als vierten, als Herrscher für das Haus hernehme, sondern als allgemeine Aspektierung nur sehe, dass Russland sie eben hier leicht erkennbar in diesem Vollmondhoroskop einen Weg der Unabhängigkeit, einen Weg der Ablösung, einen Weg der Befreiung einschlägt. Also das heißt, sie gehen jetzt ihren eigenen Weg. 22 Grad Venus, ungefähr 22 Grad Uranus. Werfen wir einen Blick auf Putins Horoskop und was sehen wir hier? Interessanterweise sind auf diesen, in der Nähe dieser Grade, 22 Grad, 22 Grad, befinden sich Pluto und Jupiter. Er hat den Pluto im 10. Haus, das heißt, er ist ein Machtmensch. Und wir sehen auch Jupiter im 7. Haus, im Stier. Das heißt, großes Verhandlungsgeschick, natürlich im Umgang mit anderen, weil das 7. Haus steht immer für die anderen. Das heißt, ein großer Diplomat, aber auch ein großer Machtmensch. Also das heißt, Macht ist ihm extrem wichtig. Wir sehen hier den Jupiter auf 1944. Uranus ist hier in Konjunktion und Pluto steht auf 2243. Naja, das ist ja eine exakte Konjunktion mit der Venus. Also Pluto, Venus bilden hier eine starke Konjunktion und natürlich auch der Uranus, der schon seit längerer Zeit auf seinem Jupiter sozusagen hier nervöserweise sein Unwesen treibt. Entscheidend ist aber, dass hier eben seine Machtposition durch dieses laufende Quadrat, was hier ausgelöst wird, sogar gestärkt wird. Also er hat hier eben am MC den Löwen und deswegen wird indirekt natürlich auch seine Persönlichkeit, weil Herrscher des 10. Hauses ist seine Sonne in der Waage und hier wird er auch durch die laufenden Vorgänge derzeit gestärkt. Wir hatten vor wenigen Tagen die Quadratur zwischen Mars und Uranus und auch hier haben wir eine exakte Konjunktion auf seiner Besetzung Jupiter-Pluto gesehen und auch das hat eben seine Stärke, seine Kraft. Mars steht für seine Männlichkeit beflügelt. Und hier, auch wenn das ein bisschen ein weites Trigon zu seinem Radixmaß im Schützen ist, wir haben den Mars hier auf 26 Grad, na, das ist gar kein das ist gar nicht so ein weites Trigon, das geht sich wunderbar ganz regulär aus, geht sich wunderbar aus, sehen wir natürlich, dass hier seine Männlichkeit, seine Kraft, weil wo der Mars in einem Horoskop eines Mannes steht, dort ist sein Identifikationspunkt, das heißt, er will eben hier als sportlicher, entscheidungsfreudiger, rasanter Mensch gesehen werden und er will natürlich auch Mars im 2. Haus, er will natürlich auch immer im materiellen Erfolg bleiben. Also das heißt, ich glaube, die Aktionen der letzten Monate werden sein Konto doch beträchtlich erweitert haben. Also das heißt, ich mache mir da keine großen Sorgen, dass er da jetzt am Hungertuch knabbern wird, sondern auch drüben im Osten gibt es das Thema Provisionen, glaube ich. Ich meine, das ist jetzt von mir Verschwörungstheorie, aber ich glaube, dass die Provisionitis nicht nur eine Krankheit ist, die auf den Westen beschränkt ist. Wir sehen, Herrscher des 10. Hauses, nicht uninteressant, weil es ja hier um den Vollmond geht, Herrscher des 10. Hauses, Sonne, im 9. Haus, im Krebs, Spitze 9. Haus, gerade im Krebs, 0 Grad 25 und Herrscherin des 9. Hauses, was ja absurd ist, ist der Mond im 3. Haus. Spitze 3. Haus im Steinbock. Mond natürlich dann auch im Steinbock. Interessant die Position deswegen, denn wir sehen, dass hier offensichtlich die Führung des Landes, ja, Sonne, dass die Führung des Landes hier die Interessen der Bevölkerung vertritt. Und zwar als König leicht zu erkennbar. Sonne steht auf Löwegraden, aber gleichzeitig im 9. Haus haben wir ja auch hier Gerechtigkeit, aber auch, naja, Freiheit würde hier jetzt nicht so gut passen, aber doch eher idealistische Themen, also das heißt Werte. Hier haben wir eine Landesführung, interessant, dass hier die Spitze
zehntes Haus im Löwen auf Löwegraden steht und dass die Sonne, Herrscherin von 10, im Krebs auch auf Löwegraden steht. Also das heißt eine doppelt löwehafte Betonung. Das heißt, wie gesagt, eine Führung, die die Interessen des Landes vertritt und die auch für Werte einsteht, was eine bemerkenswerte Bedeutung hat. Wir sehen hier den Mond im Steinbock. Da befindet er sich im Exil. Wer ist der Mond? Mond als Herrscher des 9. Hauses steht für das entfernte Ausland. Also ich würde sagen, können wir hier gerne die Verbindung ins 7. Haus sehen, weil das 7. Haus steht ja auch für Auseinandersetzungen und Konflikte. Also nicht allzu schwer erkennen, nicht schwer zu erkennen. Und hier sehen wir eben, die Position dieses entfernten Auslandes ist eben jetzt nicht die allerbeste. Darf man auch sagen, weil der Mond im Exil kann sich hier nicht so richtig entfalten bzw. seine Stärke nicht so richtig ausleben. Also ich erkenne hier die eindeutige Spannung Sonne, Mond, Denken und Fühlen, sagt man ja, laufen hier nicht synchron, sind gegeneinander gerichtete Energien und wir sehen hier die russische Führung als Sonne und hier sehen wir den Wilden Westen als Mond im 3. Haus. Und das 3. Haus würde für mich in dem Fall, naja, auch für Propaganda stehen. Logischerweise steht 3. Haus auch für sozusagen die Nachrichten und Meldungen. Und wir wissen ja, bei Auseinandersetzungen ist es die Wahrheit, welche als das erste Opfer bezeichnet wird. Aber natürlich steht das 3. Haus auch für Wirtschaft, Handel und Industrie. Und hier können wir kurz mal nachschauen, wie es denn mit der Wirtschaft im Wilden Westen ausschaut. Erstes, zweites, drittes Haus. Das 3. vom 9. Haus ist hier die Wirtschaft des Wilden Westens. Und hier haben wir Herrscher des 11., also 11. Hauses, des 3. vom 9. Hauses in der Jungfrau. Und das ist bemerkenswert, denn hier ist, jetzt ist es schwierig, ja, das passt schon, das ist das 8. Haus, das ist schon richtig. Denn hier haben wir auch das 8. Haus mit an Bord. Also das heißt, im Wilden Westen ist es um die Wirtschaft nicht sonderlich gut bestellt. Wie es hier mit der russischen Wirtschaft bestellt ist, würde ich sagen, schauen wir uns dann kurz im zweiten Teil an, weil ich glaube, das Gröbste haben wir schon einmal gesagt. Ende.